So, hallo liebe GPN, ich begrüße euch zum Alpha-Test in diesem Saal und wir haben direkt auch einen Top-Vortrag. Und zwar wird Felix uns etwas über die fünf fiesen Buchstaben erzählen, DSGVO. Bitteschön. So, dann habe ich auch mein Mikro an und verstecke mich irgendwie vor den Lautsprechern. Den Saal hat keiner eingemessen vorher. Gut, wer von euch hat alles unter der DSGVO schon gelitten? Weniger als ich dachte. Genau. Wo komme ich eigentlich her? Ich bin IT-Berater. Gott, das, ich weiß nicht, ich würde mich jetzt kirre machen in den nächsten 50 Minuten. Ich hoffe, für euch geht's. Ich bin primär im Kritis-Bereich unterwegs. Das heißt Banken, Versicherungen, Energiebranche. Das heißt, ich bin überall da unterwegs, wo die Paranoia am größten ist bei uns. Meine Schwerpunkte in dem, was ich mache, ist Kunden beibringen, wie DevOps funktioniert, Security und auch ein bisschen Datenschutz. Ich habe die letzten 5 Jahre sehr lange, sehr schmerzhafte Erfahrungen sammeln dürfen. Auch wie Banken und Versicherungen mit dem Bereich Datenschutz umgehen. Seit der DSGVO haben wir sehr viel Spaß. Es löst immer die gleiche Reaktion bei mir aus. Der Kunde erzählt ihm etwas über die DSGVO und den Datenschutz und sagt, das dürfen wir jetzt nicht mehr. Warum? Ja, das sind noch personenbezogene Daten. Es ist für uns verboten, deine Mitarbeiter in deinem Active Directory jetzt anzulegen. Ja. Nein. Das ist ungefähr das Niveau, wie das Verständnis für DSGVO jetzt unterdessen im breiten Bereich unterwegs ist. Alle sagen, nee, das ist datenschutzrechtlich verboten. Das nächste, das ist mit QA. Ihr kennt das sicherlich auch mit dem Datenschützer. Man hat ein geiles Feature entwickelt in der Firma. Dann kommt der Datenschutz und sagt, ja, da steht ein Name drin, mach das weg. Zur Einführung von der DSGVO haben wir bei uns in der Firma viel Spaß gehabt. Wir haben mit unserem Anwalt über Git diskutiert. Wer von euch hat schon mal versucht, in Git die Commits rückwirkend so zu ändern, dass keine personenbezogenen Daten mehr drin sein können? Wer von euch hat es geschafft? Ich sehe 3 Meldungen. Gut, geschafft hat es keiner. Laut unserem Anwalt müssen wir unser Git jetzt rückwirkend löschen. Wir haben unseren Anwalt gelöscht. Das ist auch ein wunderschönes Buzzword, Bingo. Was ist das, woran man denkt, wenn man DSGVO hört? Datenschutz, dann kommt schon die ersten, auch im Konzern, Compliance, das dürft ihr alles nicht mehr, extrem hohe Kosten, wir müssen Sicherheit einführen. Man sieht immer wieder dann auch Gesetze, Aufwände, Kosten und immer mehr Kosten. Wenn man mit Konzernen redet oder mit der Geschäftsführung, das erste Argument ist Bußgeld, das zweite ist Bußgeld und das dritte Argument ist weltweites konzernumsatzbezogenes Bußgeld. So kriegt man ungefähr alles verboten, was man verboten haben möchte als Security. Einfach immer sagen, der Datenschutz mag das nicht, mach das weg. Funktioniert super. Dann, wie haben die meisten Abteilungen darauf reagiert? Das ist ungefähr die Reaktion von Marketing gewesen. Ja, wir haben Newsletter. Ja, habt ihr eine Zustimmung? Da haben wir mal eine Visitenkarte bekommen. Habt ihr noch irgendwie den Leuten erklärt, wie Datenschutz funktioniert? Hat er was unterschrieben? Nö. Habt ihr die Leute austragen nicht mehr wollen? Vielleicht, die Daten sind jetzt 10 Jahre schon bei uns in der Newsletterliste. Okay. Hat dann pünktlich zu einem Monat vor Einführung bei allen ungefähr zu der Reaktion geführt. Scheiße, jetzt explodiert alles, wir können nicht mehr arbeiten, wir müssen jetzt die Firma löschen. So, Frage in die Runde, wie viele hatten eine ähnliche Reaktion bei sich in der Firma? Okay, sehr wenig. Das heißt, ihr habt noch nicht so viel Leid und Schmerzen erfahren, ich beneide euch. Wir hatten dann irgendwann so als IT das Thema, hey, ganz ruhig, wir machen schon die meisten Sachen. Wir müssen es vielleicht noch aufschreiben, aber alles wird gut, die Welt geht nicht unter. Gut, das war es jetzt mit den lustigen Folien. Ich habe auch echte Folien mitgebracht. Was bedeutet eigentlich Datenschutz? Wer von euch könnte mir Datenschutz definieren? Das ist gut. Dann habe ich mehr zum Erzählen. Der Datenschutz bedeutet, dass wir den Menschen davor schützen, dass mit seinen Daten schlecht umgegangen wird. Das heißt, dass die Persönlichkeitsrechte von irgendjemandem beeinträchtigt werden.
Da gibt es sogar ein paar Grundsätze, worauf das zurückgeht. Charta der Grundrechte, Europäische Konvention der Menschenrechte. Ihr könnt es alle lesen. Früher war es das Bundesdatenschutzgesetz plus die Landesdatenschutzgesetze. Unterdessen haben wir noch die DSGVO mit dazu bekommen, die GDPR. Zum Glück europaweit ein schöner Standard, dass man sich auf irgendwas beziehen kann. Erst recht für den schönen Begriff Auftragsdatenverarbeitung. Wir haben endlich europaweit einheitliche Regelungen. Ganz oft hört man auch im Startup-Bereich, die DSGVO hat uns alles kaputt gemacht, wir können nicht mehr arbeiten. Das Gegenteil. Wir haben einheitliche Regelungen, auf die man sich beziehen kann. Es gibt Standardverträge, Standardklauseln. Wer einmal so ein Datenschutzmanagementsystem gebaut hat, die schreibt man einmal runter, dann kann man zu jedem Kunden mitnehmen, kopieren, einfügen. Es sind Standardsachen. Wer von euch hat seinen Rechner verschlüsselt? 90% melden sich. Wunderbar, ein Teil vom Datenschutz. Man schreibt auf, unsere Rechner sind verschlüsselt. Wer von euch hat auf seiner Webseite kein SSL? Danke, keiner hat sich gemeldet. Wunderbar, das ist ein zweiter Punkt vom Datenschutz. Das heißt, man muss einfach seine Sachen dokumentieren, aufschreiben. Damit kann man schon ganz viel abhaken. Ich habe einen Freund, der hat ein Webradio. Erstmal global Panik, was machen wir jetzt? Ich habe doch Logdateien, da ist ein Apache drauf. Da fallen doch jetzt IP-Adressen an. Ja, sowas fällt alles an. Man muss halt beschreiben, wie man damit umgeht und wie man die Daten sichert. IP-Adressen von vor 10 Jahren sollte man vielleicht nicht unbedingt loggen. Damit kann man auch nichts anfangen. Aber dazu kommen wir später. Weil Datenschutz hat bei uns in Deutschland ja schon eine sehr lange Historie. Es gab mal so die Idee, wir machen eine Volkszählung. Da gab es ein Urteil, das sagte, pass mal mit den Daten auf, ist irgendwie uncool. Und daraus ist bei uns in Deutschland eigentlich schon der Datenschutz entstanden, immer weiter ausgebaut worden. Das ist auch das, worauf man sich immer mit informationellen Selbstbestimmung bezogen hat. Das ist historisch gewachsen bei uns in Deutschland. Weshalb sich auch für die meisten deutschen Firmen mit der DSGVO nichts geändert hat. Man muss das jetzt aufschreiben und es wird teurer, wenn man es nicht tut. Das heißt, was regelt eigentlich der Datenschutz und was regelt Datenschutz nicht? Ganz viele meiner Kunden sagen, ja, ich habe da jetzt doch Firmendaten von anderen Firmen. Das ist cool. Das betrifft aber die DSGVO null. Datenschutz ist nur auf die Menschen zugeordnet, die DSGVO. Sind die Daten, die ich über einen Menschen habe, wenn ich eine juristische Person habe, das ist dadurch nicht geschützt, da hat man andere Urteile, andere Gesetze dazu. Das ist von der DSGVO gar nicht tangiert. Es gab, wenn man Heise liest, so Heise verfolgt hat, dann von allen möglichen Presseverlagen nach Zustimmungsverträgen mit, dürfen wir euch weiter auf unserer E-Mail-Newsletter-Liste haben? Ja, es gibt sogar Tatbestände rechtlich, dass man es machen darf oder gar nicht fragen hätte müssen. Es gibt eine Vertragsbeziehung, es ist das Intercompany, hätte man gar nichts machen müssen. Aber es hat bei allen Firmen immer zu diesem typischen Freakout geführt mit Scheiße, wir müssen mit unserem Arbeiten aufhören. Genau. Wir haben in Deutschland für uns rechtlich bindend die DSGVO. Das ist die europaweite Grundlage. Und darauf aufbauend mit Verfeinerungen an deutsches Recht und für spezielle Behörden und Ähnliches haben wir noch das Bundesdatenschutzgesetz. Beide Gesetze gelten. Das Bundesdatenschutzgesetz vertieft das Ganze nur. Wer weiß, für was man das Bundesdatenschutzgesetz an der Stelle bräuchte? Ich wiederhole es. Genau, das ist zum einen die Ausformulierung. Das andere, für Bundesbehörden brauchen wir sowas. Das heißt, das Bundeskriminalamt hat ein paar Regelungen im Bundesdatenschutzgesetz. Ein Selbstauskunftsbogen ans BKA schicken mit, gib mir alle Daten, die du mich hast, funktioniert es vielleicht nicht ganz so gut wie bei einer Firma. Sowas ist da drin geregelt. Aber ich versuche es trotzdem. No. Was sind personenbezogene Daten? Das ist auch immer wieder ein wunderschöner Streitfall. Ich halte einen Teil von den Folien auch immer bei uns in der Firma zum Onboarding neuer Mitarbeiter. Personenbezogene Daten sind quasi meine Adresse, meine Kontonummer könnte personenbezogen sein, mein Geburtsdatum. Meine Lieblingsfrage ist, was ist an eurer Gehaltsabrechnung das besonders schützenswerte Merkmal? Wer glaubt, das Gehalt ist das schützenswerteste auf der Gehaltsabrechnung? Gut, keiner. Wer sagt die Steuernummer? Okay, viele. Ist es trotzdem nicht. Die Religion steht drauf. Es gibt zwei Kategorien von personenbezogenen Daten, die schützenswerten und die besonders schützenswerten.
Sexuelle Orientierung, Religion und Ähnliches zählt zu den besonders schützenswerten. Das kommt auf der nächsten Folie dann. Das ist das Heiligste, wo es auch die ordentlichen Bußgelder gibt, die auch in die 4% reingehen, wenn man da was liegt. Wir haben dann auch noch die schönen Daten, die Personen beziehbar sind. Das heißt, ich kann entweder eine Person direkt identifizieren, Name ist ein eindeutiges Merkmal, oder ich kann eine Person identifizieren, indem ich ein Merkmal habe, was auf sie zurückführt, sind wir bei unserer IP-Adresse. Gibt es eindeutige Urteile, weshalb auch die Server-Log-Dateien mit den IP-Adressen personenbeziehbar sind, weshalb die schützenswert sind? Vergessen viele, aber da gab es sehr lange Urteile dazu. Dann kommen wir zu den besonderen Kategorien, die ich vorhin gesagt habe. Der Anbieter hat wunderschöne Folien gemacht damals. Politische Orientierung, Rasse, Ethnie, das ist alles extrem schützenswert. Das ist auch das, wo dann die Bußgelder eskalieren, wenn man da die Daten nicht schützt. Biometrische Daten, genetische Daten. Wer sowas verarbeitet und Datenschutzprobleme hat, kommt in die Meldepflichten rein, wo du, muss wirklich auch aufpassen. In der Regel, das ist ein Grund, warum eine HR-Abteilung ein geschlossenes Büro besitzt. Da liegt eine Personalakte, da steht meine Religionszugehörigkeit drauf. Hätte ich auch gerne, dass das so bleibt, dass das da drin liegt und nicht irgendwo anders offen rum. Dann habe ich noch diesen wunderschönen Teil, was sagt die DSGVO wirklich? Es gibt also vier grundlegende Prinzipien der DSGVO. Das erste Prinzip ist das schönste. Erstmal ist alles verboten. Ergibt Sinn? Haben wir in der Firewall auch. Erstmal Deny All draufhauen und dann schauen wir weiter. Danach kommt es gibt den Erlaubnisvorbehalt. Prinzipiell darf keine Firma Daten über mich speichern, außer ich erlaube es. Oder eine der anderen Punkte greifen zu. Warum darf meine Firma Daten ans Finanzamt weiterreichen? Es gibt eine gesetzliche Grundlage dafür, Sie müssen es. Genauso ist es geregelt, wenn es kein Gesetz gibt, keine Vertragsbeziehung, keinen rechtfertigen Stand, ist es verboten. Da gibt es auch keinen Weg drumherum zu argumentieren. Es gibt Auskunfteien, die sagen, ja, aber wir haben das Interesse, wir machen Bonitätsprüfung. Nein, habt ihr nicht, ihr habt keinen Vertrag mit mir. Ich habe es euch nicht genehmigt, löschen. Da habe ich auch später noch so einen kleinen Musterbrief dabei. Ansonsten, wenn man Daten weitergibt, Daten speichert, es ist klar geregelt, die Daten müssen zweckmäßig gespeichert werden. Wenn ich mich zu einem Newsletter anmelde, ist der Zweck die Ansprache. Sie dürfen mir dann aber darauf aufbauen, jetzt nicht keinen Vertrag schicken oder irgendwas anders machen. Es ist wirklich klar geregelt, ich stimme zum Zweck der Kundenansprache zu, dann dürfen Sie auch nur das machen. Haben wir bei Kundenansprache per E-Mail, Kundenansprache per Telefon ganz oft. Es ist einfach klar geregelt, wenn ich einen Kaufvertrag geschlossen habe, dürfen Sie mir keine Werbung schicken. Außer ich habe gesagt, ihr dürft es mir zur Kundendatenverwaltung und für Werbung die Daten speichern. Dann gibt es noch das wunderschöne Prinzip der Erforderlichkeit. Das ist das, wo jeder, der von euch mit Marketing reden darf, reden muss, sehr viel Spaß haben wird. Marketing sagt, gib mir alle Daten, die ich finde, ich speichere die auf ewig. Kann man machen. Seit der DSGVO kann man es nicht mehr machen. Das heißt wirklich, wenn man die Daten nicht braucht oder nicht mehr braucht, wegwerfen. Es gibt wirklich den Lebenszyklus der Daten, auf den ich später eingehe. Daten müssen irgendwann sterben, Punkt. Dann gibt es das Prinzip der Datensparsamkeit. Es ist schön, wenn man über seine Kunden alles weiß, die komplette Abstimmung, Stammbäume und alles besitzt. Das macht aber keinen Sinn, wenn ich einen User verschicken will für Katzenfutter. Da brauche ich nicht über den Kunden seinen Beruf wissen, was er alles verdient, was er sonst noch kauft. Das heißt, die Daten, die nicht relevant sind, dürfen nicht gespeichert werden. Da gab es auch auf dem Kongress einen lustigen Vortrag über Amazon, welche Daten alle da liegen. Ich kann nur jeden einladen, schickt einen Selbstauskunftsbogen an Amazon, ihr werdet Spaß haben. Ich hoffe, ihr habt einen großen Briefkasten, das kommt in großen Paketen mit sehr vielen Daten. Genau. Dann haben wir das Verbot mit dem Erlaubnisvorbehalt. Ich habe es ja gesagt, man darf es nur, wenn es einen Vertrag gibt, machen. Das ist das Einfache. Dann kommt das andere, wenn es eine Rechtsvorschrift gibt. Sprich, Steuer hatte ich schon gehabt, Abgabenordnung. Ist auch das, weshalb innerhalb der Behörden die Daten weitergegeben werden dürfen. Und natürlich, wenn ich da ein Interesse dran habe, wenn ich zugestimmt habe, sind so die Standardzustimmungsklauseln. Unterdessen darf ich bei meinem Arzt unterschreiben, dass mein Arzt eine Patientenakte über mich führt. Das sind die Ärzte, die noch nie mit einem Datenschützer geredet haben. Aus meiner Sicht ist das relativ für den Arsch. Es gibt Rechtsgrundsätze, weshalb man die Daten erfassen muss.
Allein schon, weil er dazu rechtlich verpflichtet ist, dass er seine Akte führt mit den Handlungstätigkeiten, die er durchführt. Aber ich habe etwas unterschrieben, was 5 Zeilen lang war, wo kein Paragraph korrekt drin stand. Mein Arzt war zufrieden, ich habe gelacht. Kann man auch machen. Dann, eines der Phänomene, die man immer hören wird bei der DSGVO, ist, Daten sind lebendige Wesen. Daten müssen einfach das Generationenprinzip haben. Das kann man sich schön anschauen, verbildlichen. Daten werden irgendwann erhoben, Daten werden gespeichert, Daten werden genutzt, Daten werden wahrscheinlich auch mehr. Aber irgendwann müssen Daten auch sterben. Wenn mein Bewerber abgelehnt worden ist, habe ich sehr klare Vorschriften. Ich darf meine Bewerberdaten nicht auf ewig ablegen. Es gibt auch, wenn man die DEKRA-Prüfung dazu macht, eine Prüfungsfrage dazu, wenn man mehr als 6 Monate die Bewerberdaten speichern möchte, keine Chance. In der Regel geht man unterdessen mit dem Datenschutz davon aus, in den Kreisen, wo ich unterwegs bin, 3 Monate, dann löschen. Es gibt den Sonderfall, Daten oder Unterlagen, die während einem Gespräch angelegt worden sind, die darf man länger machen, aber Zeugnisse und Co. wirklich radikal löschen. Die Bußgelder gehen extrem hoch, wenn man da Verstöße reinhaut, weil man immer wieder auch besonders schützenswerte Daten in so einem Lebenslauf drinnen hat. Dann, ich habe es ja schon gesagt, es gibt das Prinzip, man muss auf die Daten aufpassen. Wir hatten es beim Bundesdatenschutzgesetz schon, passt auf die Daten auf. Jetzt kommt die Folie, die wir unseren neuen Mitarbeitern am liebsten immer zeigen. Das heißt, man muss sich auf die IT-Sicherheitsprinzipien berufen, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Belastbarkeit. Dann zur Sicherheit, man pseudonymisiert Daten, man verschlüsselt Daten. Man hat einen Plan, was passiert, wenn alles explodiert. Man testet seine Sachen. Was muss der Mitarbeiter machen? Ich werde diese Folie nicht vorlesen. Das Erste, was jede Firma macht, die Datenschutz hat, man erklärt seinen Mitarbeitern, sperrt euren Rechner. Wer von euch kennt Mitarbeiter, die das nicht regelmäßig nicht tun? Also unser Hobby ist es dann, den PC zu, die Monitore zu drehen, dann gibt es auch Hintergrundbilder, alle Dateien in einen Ordner verschieben, im Screenshot dann alles neu aufbauen. Unser Mutterkonzern hat anders geregelt. Erstes Mal vergessen, Termin beim Abteilungsleiter, zweites Mal beim Geschäftsführer, drittes Mal ist die Kündigung. Kann man auch machen, halte ich jetzt nicht ganz so viel davon, aber ist immer das, wie man damit umgehen möchte. Jetzt habe ich vorhin über das Datenschutzmanagementsystem geredet. Das ist ein relativ schwerer Begriff, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht bewege und mich sanft drehe. Genau. Es gibt diese 5 Pfeiler im Datenschutzmanagementsystem, auf die man immer achten muss oder die man immer drinnen hat. Beginnen tut es mit den technisch-organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. Die Folien gibt es dann danach auch online. Nur falls jemand jetzt das abfotografieren möchte. Technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen. Ich habe 2 Ankerpunkte. Die technischen Maßnahmen. Meine Daten sind verschlüsselt. Ich habe SSL, ich habe Backups. Das kann man einmal runterschreiben. Ist jetzt nicht viel Aufwand. Die organisatorischen Maßnahmen. Ich verpflichte meine Mitarbeiter. Ich belehre sie regelmäßig. Ich sage den Leuten, dass sie den Rechner sperren müssen. Technisch, ich sperre den Rechner zwangsweise. Technisch, ich habe ein Zutrittskontrollsystem mit Token, wo gespeichert wird, organisatorisch. Da sitzt jemand. Das sind einfach Standardmaßnahmen, die schreibt man runter. Das ist schon die halbe Miete von dem Datenschutzmanagementsystem. Das nächste ist, man baut ein Verzeichnis auf, was mache ich denn eigentlich? Wer einen Verein hat, der Verein hat, Mitglieder registrieren sich, wir haben Lastschrifteinzug, Mitglieder verlassen uns, Mitglieder belegen vielleicht noch einen Kurs oder irgendwas. 4, 5 Tätigkeiten, kann man vielleicht noch Einladungen zu Events mit reinmachen. Man kann mit sehr wenigen Tätigkeiten komplett seinen Verein niederschreiben, dann nimmt man Standardmuster dafür, hat es in 2 Tagen alles fertig gemacht und hat seine DSGVO halbwegs konform alles abgeschlossen. Das geht einfach. Dann die Umsetzung und Informationspflichten, das ist für die meisten Firmen ein Graus. Da kommt man in schöne Bußgelder rein. Dafür habe ich auch einen Formbrief mit dabei. In der Regel hat man 30 Tage Bearbeitungsdauer, 2 Tage Postlauf und 1 Tag Kulanz. Und also innerhalb von diesen 33 Tagen muss eine schriftliche Antwort erfolgt sein. Das macht Spaß. Schickt mal einem Konzern, wie ihr euch beworben habt, den Auskunftsbogen und sagt, automatische Eskalation an die Meldebehörde. Der Brief kommt dann beim Datenschutzbeauftragten des Konzerns an und der fängt dann sehr panisch an loszurennen bei allen Abteilungen durch und fragt, habt ihr von dem Menschen da noch Daten? Wenn ja, warum? Löscht die.
Also damit kann man für sehr viel Panik sorgen, wenn ihr eine Firma nicht mögt, eine Bank, das macht sehr viel Kosten für die. Und sie müssen kostenneutral oder kostenlos antworten. Wunderbares Trollmittel, danke DSGVO, ich mag's. Genau, also Informationspflicht heißt einfach, sie müssen informieren, ich habe noch ein paar Folien dazu dann. Es muss einfach klar sein, warum habt ihr Daten und was macht ihr mit den Daten. Der andere Punkt, die Verträge sollten DSGVO-konform sein. Wenn ihr Daten über mich speichert, schreibt drin, ich speichere die Daten auf Basis von, wegen, für und was mache ich mit den Daten. Wenn ich Daten weitergebe, schreibt man rein, wohin werden die Daten weitergegeben. Es ist einfach nur juristisch saubere Verträge machen, Leute informieren, was mit Daten passiert. Datenschutzfolgeabschätzung ist wieder ein spannender Teil. Ist etwas, was eigentlich jeder machen sollte. Was passiert mit den Daten, die ich habe? Was passiert, wenn es schief läuft? Also bei einer Bank hoffe ich ehrlich gesagt, dass sie eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht haben. Was passiert, wenn mir einer meine Kundenliste aufmacht und was mache ich damit? Ich habe dazu noch Folie später. Also ganz ehrlich, jeder sollte irgendwo bewertet haben, was passiert, wenn bei mir meine Verarbeitungstätigkeiten schief laufen. Das ist gesunder Menschenverstand. Im Verein habe ich es ja gesagt, da kann man das Ganze sehr light machen. Ein Verein hat nicht viele Verarbeitungstätigkeiten. Außer man hat einen sehr kreativen Verein, dessen Auftrag irgendwo Komplikation mit vielen auf der Welt ist. Aber sonst Newsletter-Anmeldung, Abmeldung, Post. Man kann es auf die Tätigkeiten runterschreiben und hat sich damit erstmal abgesichert. Zumindest verhindert man dadurch, dass es ein großes Bußgeld wird. Die Kontrollbehörden haben keine Lust, einen kleinen Judo-Verein von um der Ecke irgendwo fertig zu machen. Die schnappen sich das, wo es sich lohnt. Daher, damit hat man es schnell durch. Wie ist es im Privaten? Ich sage immer XMV, gesunder Menschenverstand. Wenn es stinkt und widerlich aussieht, sollte man es nicht anfassen. Wir haben es bei uns im Konzern auch als Beispiel gehabt, WhatsApp. Wer WhatsApp auf dem Firmenhandy installiert, ist eine eindeutige Regelung bei uns. WhatsApp ist ein privates Kommunikationsmittel. Es ist von dem, wie es aufgebaut ist, nicht für Firmen gedacht. Es ist von dem, wie es funktioniert, nicht für Firmen gedacht. Das heißt, es ist nicht, kein Firmenmittel. Wer es macht, begeht also einen Verstoß selbst. Was macht man mit WhatsApp? Man überträgt sein Adressbuch in die USA. Wenn ich alle meine Kontakte gefragt habe und auch diese Rückfrage regelmäßig prüfe und sicherstellen kann, dass die Daten gelöscht werden, wenn sie gelöscht werden müssen, kein Problem. Wer es trotzdem macht, hat ein Problem. Ist ein privater Verstoß, haftet man privat dafür, ist kein Firmenproblem. Jo, gibt es Fragen bis dahin? Ihr merkt, ich mag WhatsApp nicht. Dann, ich habe das Datenschutzmanagementsystem schon angefangen zu skizzieren. Es gibt wunderschöne Vordrucke. Zum 25. Mai gab es die damals noch nicht, jetzt gibt es die, wo man wirklich abhaken kann, welche technisch-organisatorischen Maßnahmen habe ich. Ist der Link da unten dran, wer sowas mal aufbauen muss, ganz schnell. Ihr kriegt die Folien danach dann online. Wer sowas mal selbst aufbauen muss, einfach abhaken, ich habe jemanden am Empfang sitzen. Ich habe ein Zusatzkontrollsystem, ich schreibe auf, wer Schlüssel bekommt. Ich habe ein klares Onboarding, Offboarding. Damit hat man es fertig, man macht noch Belege dran und hat schon seine technisch-organisatorischen Maßnahmen drinnen. Es ist wirklich kein Hexenwerk, es geht zeitig gut auf, ist wirklich schnell erledigt. Das ist das, wo die meisten schon dafür Angst hatten, oh mein Gott, ich muss jetzt ein riesen System aufbauen. Macht euch eine Wiki-Seite, macht euch ein Word-Dokument, wie es besser ist, aufschreiben, fertig, durchnummerieren. Das Verarbeitungsverzeichnis, das ist die Folie mit dem meisten Text, keine Angst davor. Was muss ich aufschreiben? Jede Tätigkeit hat immer einen Verantwortlichen. Kann sein, Newsletter-Versand ist Verantwortung bei Marketing, das wird vom Datenschutzbeauftragten XY überwacht. Welche Vertreter sind noch mit involviert? Das heißt, habe ich noch andere Abteilungen, die mitspielen dabei? Habe ich externe Dienstleister? Das wirklich Relevante ist, werden Daten an einen Drittstaat übermittelt? Beispiel USA. USA wird jedem Datenschützer ultra viel Freude machen. Es gibt da dank der EU die Standardvertragsklauseln, wer die zweimal gesehen hat, erkennt die. Die sind abgesegnet, wer die unterschrieben gekriegt hat, alles super, muss sich um nichts kümmern. Wer die nicht kriegt, anderen Dienstleister suchen. Versucht nicht, individuelle ADVs und Ähnliches mit euren Dienstleistern zu schließen, wenn die in den USA sitzen und keine Standardklauseln unterschrieben haben. Da müsst ihr dann es individuell prüfen lassen, es ist europäischerweise nicht anerkannt, vergesst es.
viel zu viel Aufwand. Die Dinger kriegt man bei allen großen Dienstleistungen dessen vorunterschrieben zum Download. Selbst Lexi hat es geschafft, ein halbes Jahr verspätet, aber sie haben es geschafft. Genau. Dann das Zweite, wir haben ja gesagt, es gibt eine Zweckbindung. Man schreibt auch, warum man die Daten haben möchte. Beispiel Gehaltsbuchhaltung, damit der Mitarbeiter sein Gehalt überwiesen bekommen kann. Klingt trivial, aber man muss es aufschreiben. Newsletter, damit wir den Kunden ansprechen können. Man muss einfach irgendwie dokumentieren, warum will ich das haben, was soll da gemacht werden. Als Firma dokumentiert man wirklich jede Tätigkeit der Firma in einem einzelnen Punkt. Arbeitszeiterfassung meiner Mitarbeiter dokumentiere ich das Tool, dokumentiere mein Intranet. Hat man halt mal 50 Tools dokumentiert, wenn man eine Firma mit vielen Tools hat. Word muss man nicht dokumentieren. SharePoint sollte man dokumentieren. Da werden Daten zentral verarbeitet. Word ist ein Hilfsmittel. Ich hoffe, man versteht es inhaltlich so. Und das Wichtigste daran, welche Daten werden überhaupt erfasst? Welche Daten sind da drinnen? Habe ich besonders schützenswerte Daten wie die Religionszugehörigkeit drinnen, die Ethnie? Habe ich einfach nur Stammdaten drinnen mit Steuermerkmalen? Man muss es definieren, was wird da drin erfasst? Sollte man jemals eine Prüfung haben, kommt die Aufsichtsbehörde und sagt, gib mir dein Managementsystem alle Daten, dann wird einfach abgehakt, stichprobenartig. Wenn die Aufsichtsbehörde einen schlechten Tag hat, wird es voll geprüft. Wenn man dann Daten nicht erfasst hat, dass sie übertragen werden, das fällt auf. Ist eine Abweichung, ist, wenn es eine Auditierung irgendwann dafür gibt, auch etwas, was wahrscheinlich das Auto zerstören kann. Es ist, soweit zumindest in der letzten Datenschutzschulung bei uns drin war, geplant, dass die Datenschutzmanagementsysteme demnächst zertifiziert werden sollen. Das heißt, es gibt nicht nur die ISO 27001-Zertifizierung, BSI-Grundschutz, es wird auch noch eine Datenschutzzertifizierung irgendwann demnächst geben, wo dann jede Firma durchlaufen darf, wenn es nach der EU geht. Genau, das einfach sauber aufschreiben, da hat man kein Problem. Die Informationspflichten. Wir hatten es vorhin ja schon bei der Beschreibung der Verarbeitungsfertigkeit. Das ist quasi das Ganze nochmal umgedreht aus Sicht des Betroffenen. Wenn jemand über mich Daten verarbeitet, Daten erfasst, muss er mich informieren, was er macht, wer es verantwortet und warum. Und am besten auch, wann sie wieder gelöscht werden. Das ist so das, was man dann, wenn man gute Laune hat, einfach mal so breit gestreut seinen Dienstleistern schickt, die man alle nicht mag. Sowas kommt bei PayPal, Twitter, Facebook super an. Bei der Schufa kommt es auch gut an. Da muss man nur damit rechnen, dass man nachtreten muss 5-mal, weil der Standard-Schufa-Antwortbogen reicht nicht. Einfach ein bisschen nachtreten ist lustig. Also man sieht es auch, es gibt einen Teil da drin in dem Standardschreiben, der ist wirklich auf Auskunfteien ausgelegt. Es gibt jetzt wie die nächste Online-Auskunftei, die einmal Google durchstöbert und anfängt, Firmenleute anzuschreiben mit, wir haben dich ab sofort aufgenommen, willkommen. Ist ganz lustig, es kamen 10 Briefe zu uns, 20 gingen raus. Die haben jetzt erstmal viel Spaß mit Löschfristen. Wer den Brief haben mag, ich habe den auch als Word-Template für später. Genau, dann habe ich eine Folie vergessen rauszulöschen, die ist eine Kopie. Die Datenschutzfolgeabschätzung. Wer ist an der Datenverarbeitung beteiligt, ist erstmal das Erste. Wer so eine Datenschutzfolgeabschätzung machen sollte, es ist sehr effizient, zum Geschäftsführer zu gehen und sagen, das kann Bußgeld bringen. Sagt den Abteilungen, sie müssen zu mir jetzt in den Termin rein. Da ist so Druck von oben ein wunderbares Hilfsmittel gewesen, wenn die Abteilungen dann zwangsweise zu einem reingesetzt werden in den Termin, man zu fünfte mit allen Betroffenen dann diskutiert, welche Daten verarbeitest du, warum. Wenn man es einfach systematisch beschreibt und wenn man es dann auch nochmal bewertet alles. Am Ende kommt dann ein Standardschreiben raus mit kritisch, sehr kritisch, ist für mich nicht relevant. Wer das Ganze aus Bayern haben will, da gibt es eine 20-seitige Erläuterung mit, wie macht man das und warum. Hauptsache, man hat es gemacht. Da ist auch in Datenschutzkreisen die Standardaussage, lieber schlecht gemacht als gar nicht. Hauptsache, man hat es zumindest angefangen, kann erstmal was vorweisen. Die Aufsichtsbehörden reagieren extrem kritisch, wenn man sagt, habe ich nicht. Ich habe da was, passt das für dich, ist schon mal besser als habe ich nicht. Genau, daher, das ist einfach mal gut, wenn man sowas gemacht hat. Jetzt sind wir ein bisschen schneller durch als geplant. Genau, sagt, schneller als im Zeitplan angegeben. Habe ich auch gedacht, weil nachdem es die Sys-Admin-Nightmares nicht gibt dieses Jahr, habe ich mir gedacht, wir können auch ein bisschen DSGVO-Nightmares machen, was ihr so erlebt habt. Unser Recruiting-HR hat mich gebeten, dass ich einmal die Folie zeige mit Wir suchen Mitarbeiter.
wer sich bewerben will. Ansonsten kommen wir dann zum schönen Teil mit, was sind eure leidgeplagten Erfahrungen mit der DSGVO? Dann übergebe ich an meinen Harold. Ja, habt ihr Fragen? Dann gehe ich mal darüber mit dem Mikrofon, damit ihr die Fragen auch direkt stellen könnt. Also, dann machen wir erstmal Fragen. Ja, ich habe eine Frage. Was ist denn bei einer fiktiven Firma natürlich, wo es mehrere hundert Applikationen gibt und später hältst du einen Vortrag über DevOps? Also gibt es auch einen Ansatz über DevOps-Style, wie man das Ganze nicht nur mit Papier, sondern eben mit Programmen in den Griff bekommen kann? Ich kenne selbst dazu noch keinen programmatischen Ansatz. Es gibt extrem teure Tools. Die Tools erwarten wirklich, dass man alle wirklich datenverarbeitenden Tätigkeiten reinmacht. Microservices, man macht es wirklich nicht nach Microservice, sondern macht es nach Verarbeitungstätigkeit. Wenn du in deinem Newsletter-Versand 10 Microservices beteiligt hast, ist der Newsletter-Versand trotzdem die Tätigkeit und du sagst, ich brauche dazu jetzt noch den externen Dienstleister fürs SMTP-Gateway. Das beschreibst du da drinnen. Aber die Tätigkeit selbst ist das, was du da drin beschreibst. Nicht der technische Ansatz, wie wir es jetzt sagen würden, mit, ich habe hier meine 5 Docker-Container. Man beschreibt wirklich das gesamte Ganze als Tätigkeit. Noch eine Folgefrage. Hast du schon mal persönlich Erfahrungen mit Graph-Datenbanken dazu gemacht, um an diesem Dschungel ein bisschen Licht reinzubringen? Nein. Danke. So, die nächste Frage. Ja, danke für einen schönen Vortrag. Ich bin ja auch so ein großer Freund von WhatsApp und du hast ja auch das Beispiel da erwähnt. Was ich mich frage, faktisch ist es ja so, das hat glaube ich auch mal irgendein Datenschutzbeauftragter festgestellt, dass so 99% aller Menschen eigentlich illegal handeln, wenn sie sich WhatsApp installieren, weil dann eben das Kontaktbuch an WhatsApp in die USA geht. Aber offensichtlich scheint da ja nichts in der Richtung zu passieren. Oder kennst du irgendeinen Fall, wo jemand deswegen Ärger bekommen hat? Also mir ist auch nichts bekannt in der Richtung. Liegt auch daran, dass, wo kein Kläger, da kein Richter, WhatsApp begeht diesen Verstoß nicht, sondern die individuelle Privatperson. Meistens mit den Leuten irgendwie doch befreundet oder will sie sich nicht vergraulen, wenn man da das feststellt. Und man merkt sie auch erst, wenn man selbst WhatsApp hat, dass da irgendwie Kontaktdaten sind. Man müsste da extrem komplexe Prozesse machen. Ich kenne einfach keinen, der Bock hatte, sich das anzutun, gegen seine Freunde vorzugehen. So, dann noch eine Frage hier aus der Mitte. Hi, hast du auch irgendwelche Erfahrungen gemacht mit Event-Sourcing oder sowas in irgendwelchen Projekten? Mit was genau? Event-Sourcing. Was meinst du mit Event-Sourcing? Es werden im Prinzip Events gespeichert, zum Beispiel wenn ein User seine Daten ändert, dass dann zum Beispiel drin steht Passwort geändert. Und Audit-Logs und Co. Bitte? Audit-Logs. Im Prinzip so historische Daten sind das und das sind Permanentdaten. Also wenn jemand seine Daten löscht oder seinen Datensatz löscht, dann verschwindet nicht nur der Datensatz, sondern es wird ein Eintrag hinzugefügt, er hat Datensatz gelöscht. Aber die Namen und so sind halt immer noch drin. Das ist jetzt wieder wie mit Git. Man muss es löschen. Audit-Daten und Co. ist wieder das berechtigte Interesse, dass ich nachweisen kann, wer was geändert hat. Wenn ich jetzt aber Daten älter als 12 Jahre habe, weil 12 Jahre ist die höchste Speicherdauer im Standardfall, dann müssten sie gelöscht werden. Wenn es Datenbanken selbst nicht können, bei Git gibt es auch nichts, um das zu machen. Ist immer wieder, wo kein Kläger, da kein Richter. Welche Daten werde ich da drin machen? Ist genauso, als würde ich jetzt mit Standardmitteln irgendwie versuchen, meine komplette Personalverwaltung in Bitcoin abzulegen oder in Ähnlichem. Also. Ich kenne den Ansatz, dass zum Beispiel userbezogenen Daten verschlüsselt werden in diesen Event-Sourcing-Daten. Und der Schlüssel ist separat gespeichert und dass, wenn ein User wirklich sagt, ich möchte nicht, dass meine Daten euch irgendwie noch bekannt sind, weiterverwendet werden, dass dann der Schlüssel nur gelöscht wird und die verschlüsselten Daten noch da sind. Ist das ausreichend für deine Meinung nach? Das ist meines Wissens ausreichend, weil ich es dann nicht mehr zugänglich mache. Es gibt Anwendungen, ich habe für einen großen Konzern eine Chatlösung angeschaut, die wechseln täglich ihren Datenbankschlüssel durch, halten dann über 12 Jahre ihre zigtausend Datenbankschlüssel vor und werfen dann die mit maßlos verschlüsselten Schlüssel irgendwann weg. Also das geht schon. Ist ja wirklich, dass die Daten nicht mehr verfügbar sind. Wer die Zeit und Muße hat, sich die Artikel durchzulesen, es gibt wirklich auch die Sperre der Daten. Zum Beispiel, wenn eine Löschung der Daten nicht möglich ist, auch technisch nicht möglich, muss ich die Nutzung und die Verwendung sperren können. Das wäre dann die Lösung, dass ich einfach sage, ich sperre den Zugang zu diesen Daten. So, dann haben wir hier vorne noch eine Frage. Danach
sonst noch Fragen? Sonst würde ich dazu übergehen, dass die Leute dann ihre Geschichten aus der Firma oder der Firma erzählen. Ja, wie ist es denn, wenn jetzt meine Daten über beispielsweise WhatsApp oder andere Services, die zum Beispiel auch, gib doch einfach mal deine E-Mail-Zugangsdaten ein und wir ziehen dann aus GMX dein Adressbuch. Jetzt sind ja dann durch andere, meine Freunde zum Beispiel, meine Daten bei irgendeiner Firma gelandet. Jetzt könnte ich ein Auskunftsersuchen und Löschersuchen an die Firma stellen, aber wie stelle ich dann auch sicher, dass es dann auch draußen bleibt? Weil ich meine, meine Freunde sind wahrscheinlich bekloppt und machen das wieder. Das ist eine gute Zusammenfassung. Sie werden es wieder tun. Also zum einen, die Firma, wenn sie Daten von dir bearbeitet oder speichert, wäre das unzulässig, weil personenbezogene Daten ohne Zustimmung und ohne vertragliches Interesse dazu da wären. Das heißt, da müsste die Firma allein schon dafür sorgen, ich kenne keine Firma, die das macht, dass die Daten dann wirklich nur temporär da sind, automatisch gelöscht werden. Es gibt dann schöne Konzepte, die beschrieben werden, wo dann extrem komplexe Prozesse dahinter sind. In der Regel so Tools, die der Standard Layer 8 DAO nutzt, werden das nicht haben, diese Prozesse. Man kann, wenn der Anbieter in Europa sitzt oder in Europa eine haftbar machbare Stelle hat, ihnen eine, das Schreiben habe ich nie mit reingemacht, einen Löschersuchen mit Sperre der Daten schicken. Er muss es nachweisen, also explizit steht drinnen in den Standardschreiben, die auch von mir rausgehen, dass ein Nachweis über die Löschung zu erbringen ist. Ist auch in den Paragraphen drinnen, dass man protokollieren muss und nachweisen können muss, was mit den Daten passiert. Das heißt, eine Löschung ist immer zu protokollieren. So, dann hatten wir hier noch jemanden, der von seinen DSGVO-Nightmares erzählen wollte. Ja, ich arbeite an einer Universität in Deutschland und da hat man sich überlegt, okay, wir haben jetzt die DSGVO, wir sollten die MitarbeiterInnen vielleicht mal schulen. Das war im Januar diesen Jahres. Und danach ist die große Panik ausgebrochen und danach haben sie mich gefragt, weil wir E-Learning machen und halt eben viele Leute schulen können. Und sie haben uns eine 5%-Stelle dafür gegeben. Es war grandios. Das klingt funktionierend. Wie viele 5%-Stellen habt ihr gebraucht, bis es fertig war? Also ich mache einfach Überstunden, habe es dann fertig gemacht letzte Woche, aber gebraucht wäre es so 20 und wenn wir es halt rechtzeitig fertig haben wollen, eine Vollzeitstelle für einen Monat. Ja, das ist Datenschutz in Deutschland. Möchte noch jemand seine DSGVO-Nightmares erzählen? Sonst keiner mehr mit Schmerzen aus DSGVO? Gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann machen wir eine Viertelstunde früher Schluss sonst. Wir hätten noch 13 Minuten. Okay, ich sehe auch keine Fragen mehr. Dann bedanken wir uns bei Felix für seinen DSGVO-Vortrag. Dann danke.